öffnen Sie Impress aus dem LibreOffice. Erstellen Sie eine leere Präsentation und tragen Sie den Titel oder eine Frage ein. Das Textfeld darunter können Sie löschen. Fügen Sie nun ein Sechseck mit 6 gleichen Seiten ein. Dieses Sechseck nun so oft kopieren, wie Sie dieses für die Fläche benötigen. Dazu mit einem Mausklick auf die Form diese markieren und mit der Tastenkombination STRG plus C kopieren und mit STRG plus V einfügen. Die Sechsecke nun zu einer Fläche zusammenlegen. Klicken Sie die Form mit der linken Maustaste an und mit gedrückter linker Maustaste verschieben Sie diese. Die markierte Form kann auch über die Pfeiltasten justiert werden. Nun animieren Sie die Sechsecke so, dass diese nach und nach verschwinden. Dazu klicken Sie oberhalb der Fläche mit der linken Maustaste, halten diese gedrückt und fahren über die Fläche. Nun sind alle Sechsecke markiert. Um diese zu formatieren, klicken Sie am rechten Rand der Programmoberfläche in der Funktionsleiste Animation an. Sie klicken auf das Plus und wählen unter Kategorie Abtritt. Sowie die Option Verschwinden. Als Start geben Sie nach vorherigem an und geben Sie eine Verzögerung von etwa 2 Sekunden ein. Wählen Sie nun die Form 1 durch Anklicken aus. Und als Start geben Sie beim Klicken an. Fügen Sie nun das zu erkennende Bild ein. Klicken Sie dazu auf das Bild-Einfügen-Symbol in der Symbolleiste. Wählen Sie das gewünschte Bild auf Ihrem Rechner durch Anklicken aus und bestätigen die Auswahl mit Öffnen. Durch einen Doppelklick wird das Bild sofort eingefügt. Positionieren Sie nun das Bild so, dass die Wabenstruktur an allen Seiten des Bildes noch zu sehen ist. Wenn Sie mehrere Ratebilder einfügen möchten, sollten Sie das Bild erst später in den Hintergrund stellen. Stellen Sie das Bild in den Hintergrund. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild. Wählen Sie die Option Anordnung und ganz nach hinten aus. Erstellen Sie nun eine neue Folie und befüllen diese mit den gewünschten Informationen zur Auflösung. Mit einem Rechtsklick in der Folienansicht öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie dort Neue Folie aus. Eine neue Folie können Sie auch mit der Tastenkombination STRG plus M einfügen. Geben Sie den gewünschten Antworttext in die Textfelder ein und fügen gegebenenfalls, wie bereits dargestellt, ein Bild hinzu. Um weitere Ratebilder anzulegen, klicken Sie zunächst auf die erste Folie, halten dann die STRG-Taste gedrückt und klicken dann auf die zweite Folie. Mit der Tastenkombination STRG plus C kopieren Sie diese und mit STRG plus V können Sie beliebig viele Folien einfügen. Starten Sie die Präsentation mit der Taste F5.